Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren angespielten App, und zwar heute von der App Monster Squad. Ich habe mir den Namen Darky gegeben, weil Darky und Dark vergeben war und alles vergeben war. Und ihr seht jetzt schon im Menü die Feuerpfote und den Anfänger Rookie und Firepaw. Willkommen zu Monster Squad! Was? Achso, da sind Samen, die der spezielle Power in den Sprout Islands gewähren. Und wir sollen jetzt erstmal erkunden. Ja, wir werden ganz, ganz viele Monster erkunden. Und, ja, Sprout Island, geht's los. Yay! Da haben wir jetzt verschiedene Level, Normal erstmal. Und wir müssen 2 Energie dafür oben links setzen. Ich habe 40 Energie, 40 und 40. Und wir brauchen für Sprout 1 brauchen wir 2 Energie. Und wir können, ja, wir können also auch wieder einen Freund mitnehmen. Es ist so ähnlich wie Brave Frontier, wenn ihr euch das was sagt. Ich habe ein Let's Play dazu laufen. Und so ähnlich ist das halt auch nur mit Tierchen halt. So, wir können Tyke mitnehmen. Das ist ein, ich glaube, das ist ein CPU-Friend, also eine computergesteuerte, oder, ja, computergesteuerte Freund schon richtig. Ja, das ist einer der größeren Monster mit 5 Sternen. Und da sind wir. Sie können selber attacken, aber sie brauchen Hilfe, um ihre Special Skills zu benutzen. Und unten rechts sollen wir die Icons ja lernen. Ja, okay, wir können den Speed auch erhöhen, verringern auf 1,4. Da seht ihr mal diesen kleinen Kreis um das Element herum. Das ist immer die, wann sind sie dran? Da ist jetzt zum Beispiel, okay, der wäre fast dran gewesen. Wir haben ihn aber vorzeitig gekillt. So, der hat da jetzt so einen Skill drauf. Das heißt, der kann den Skill benutzen. Bam. Und der kann ihn auch nochmal benutzen. Kann ihn nochmal benutzen. Genau, da haben die halt immer wieder Cooldown. Dieses komische Schwertwasser. Okay, wir können theoretisch auch heilen, aber das war's schon gewesen. Wir brauchten keine Heilung gerade. Haben 2 Boxen bekommen. Ein neues Monster könnte uns joinen. dann joinen wir mal. Yeah, jetzt freuen sich. Ja, wie süß. Ja, kriegen natürlich alle wieder Erfahrung. Freunde, viel ich natürlich nicht, weil es gehört uns ja nicht. So, wir haben 17 Sekunden dafür braucht, 0 Punkte dazu bekommen und 323 Gold für First Clear Reward. Wir haben 1 so ein Gem bekommen dafür, dass wir das erste Mal kaputt gemacht haben und 2 von so ein Cubes bekommen. Die wir jetzt natürlich aufmachen werden. Padam! Yay! Kommt jetzt also ein normales Monster und da haben wir noch ein normales Monster. Also 2 normale Monster bekommen und ich würde sagen, wir machen direkt das nächste Feld. Alles 5er, geile 5er Viecher, die auch cool aussehen. Wir haben noch so kleine Mini-Dinos, die total niedlich und putzig sind. Also, wir werden wieder unseren Freund mitnehmen. Und go! Ja, unten links, jetzt habe ich natürlich schon stark gedrückt. Werde ich euch gleich nochmal zeigen. Und only Max Level 5 Monster können kombiniert werden. Okay. Also, braucht man schon Level 5 dafür. Wir können jetzt theoretisch mal einen Skill benutzen: Peppershot. Achso. Die 3 Skills gelten für unseren mittleren. Und die beiden anderen, ich weiß gar nicht, warum ich die beiden anderen nicht wirklich steuern kann. Von den Skills her. So, kabam! Und den können wir noch hier. Piu, Peppershot. Okay, 3 Stages gibt es diesmal. Unten links seht ihr meine Energie, die ich brauche. Ember Peep. Unser erster Gegner anscheinend. Oh, unser erster Bossgegner. Können wir fast fokussen? Ja, wir können auch was fokussen. Dann erstmal den da oben wegnehmen. Und du, bam, Peppershot, Critical 246, unten links, wie gesagt, meine Energie. Wir brauchen 80 für diesen Peppershot und haben 100, aber es regeneriert sich recht schnell. Und wir haben wieder ein Level, yay! First Clear Reward, wir kriegen wieder 2 Gems oder 2 Juwelen, dafür, dass wir es geklärt haben. Come on! Come on! Wieder 2 Commons, aber das ist in Ordnung. Die brauchen wir später. 100 Boost Point, meint 100% Success Rate. Okay, da wir noch nichts von Fusion und so weiter wissen, sagt uns das noch nicht viel. Und wir haben ein, ich werde nach dem Match hier, werde ich ganz kurz die ganzen Quests und so weiter nehmen. Und da steht unten links, seht ihr das? Huch. Unten links steht hier, was das Grüne, das Grüne ist die Freunde-Fähigkeit. Increases Nature Monster Critical Hit. Und also die kritische Trefferrate wird erhöht. Critical Hit ist kritischer Schaden oder kritische Trefferrate? Ich glaube kritischer Schaden. Und unser Leader sorgt dafür, dass unser Leader Speed 10% erhöht wird.
Aber dass wir anscheinend 10% schneller drankommen. Können also die Gegner auf das. Oh, Ghoul Frost, das ist Level 6er Einheit. So, wen haben wir denn da Schönes? Also seht ihr ja diese kleine Kreis da drum, der, wann wir wieder dran sind. Ich glaube, das ist damit gemeint. Bididim. Come in, Triple Hit. Jetzt haben die zweimal den gleichen, glaube ich, angegriffen. Das ist also immer ein Triple Hit. Diese 40 Punkte und die Heilung brauche ich immer noch nicht. Das in der Mitte ist eine Heilung. Mini! Oh, immer so kleine süße Bossgegner. Na gut, wenn wir erstmal den in der Mitte töten, würde ich sagen, mal. Dam, dam, dam. Oh. Der hat alle gleich getötet, anscheinend. OP! Und wieder ein Cube. Ein Cube haben wir diesmal nur bekommen. Im gesamten Run. Aber wir haben wieder das Level abbekommen. Auf Level 4. Und wieder zwei Gems. Yay! Dann öffnen wir ganz kurz den Cube und dann können wir mal ganz kurz wieder ins Hauptmenü gehen. Ankommen. Das ist, eine etwas stärkere Einheit. Kanga, ein Känguru mit steinernen Boxhandschuhen. Okay, wir sollen unser Team jetzt aufrüsten mit dem neuen, die wir gefunden haben. So, Jack Mini und reinziehen. Thanks! Oh, wie süß, wie sich's freut. Ist das niedlich. Jetzt ist es verwirrt. Ja, wir können jetzt theoretisch auch Dinge wechseln, aber ich weiß nicht, ob das das bringt. Ich glaube höchstens nur als Leader, weil jeder hat unterschiedliche Leader-Skills. Und seht ihr schon, Increase Leader AP bei 300. Hier ist Increase Leader Speed bei 10% und die haben auch immer wieder andere Skills, ne? Die hat einen Water Punch, attacks always 75% ATK und hier haben wir nochmal Heilung. Und was hatte der theoretisch? Genau das gleiche, okay. Könnte man theoretisch den hier reinnehmen, wa? Also so ein AOE. Selber so ein AOE-Dings zu bestimmen ist schon nicht schlecht, aber ich glaube, ich lasse mein Feuer. Das ist in Ordnung. Level 30 haben wir sogar noch hier. Ist ja OP. Was ist das? Ich kann, glaube ich, auch nicht die Stats gerade anschauen. Nee, ich würde lieber gerne mein Dings so behalten. Mein Mini. Jetzt, sie geben sogar Skills, wenn sie im Team sind, teilweise. So, was haben wir hier noch? Okay, 5000 könnte man so ein zweites Team, so eine zweite Teamaufstellung erstellen. Hier, Add to Team Complete Sprout 6 haben wir noch nicht. Und wir können maximal 24 Monster in diese Liste aufnehmen. Unten steht schon, man könnte es theoretisch erweitern um 12 Slots, wenn man 18 Gems bezahlen würde. Aber ich glaube, so lange dauert das auch gar nicht mit den Gems. Haben wir ja schon vorhin sehr, sehr viel bekommen. Okay, ja, tägliche Login-Rewards und so weiter, das ist ja öfters mal bekannt aus anderen Spielen auch noch. Wir haben hier Missionen. Daily, also wir haben tägliche Missionen, wir haben wöchentliche Missionen, wir haben endlose Missionen. Also endlose Missionen, dass es halt über alle Maps gehen kann. So, nehmen wir gleich mal hier, 1000. Okay, haben wir 4 Quests, Any Island und hier der Rest ist, glaube ich, auch noch. Doch, da, nee, ist das completed schon. Gut, hier kann man also ein bisschen Dings bekommen, ein bisschen Gold, Edelstein und so weiter. Und hier haben wir Beat 10 Monsters, kann man auch gleich mal claimen. Yay, wir können theoretisch auf Receive All klicken. Da könnte man sich das sparen, alles einzeln anzuklicken. Und wir kriegen sogar noch 2000 durch eine Nachricht vom Monster Squad Team, wofür auch immer. Aber ich beschwere mich mal nicht. Ja, wir können jetzt also Friends... Nee, nicht... Du lass mich zwar süß an, aber ich möchte ganz kurz durchgucken. Keine Freunde gefunden. Wir können jetzt Freunde finden, denke ich mal. Aber das ist jetzt auch egal. Dayday DCS. Das sind aber Anfragen, oder? Aber ich habe mich doch gerade erst angemeldet. Egal, ich mache einfach mal Ad. Achso. Ne, ach, ist egal. Ja, komm. Machen wir mal. Okay. Dann machen wir das so. Dann gehen wir mal ganz kurz wieder nach Hause. In den Index, das ist hier so schön ist. Da stehen bestimmt alle Monster drin, okay. Ja, da steht auch, welche Elemente wohl vorteilhaft sind. Also Feuer ist gegenüber Erde 50% besser, Erde gegenüber Wasser 50% mehr Schaden und Wasser gegenüber Feuer. Und in der Mitte ist noch ein normales Attribut. Okay, ich sehe bisher schon Feuer. Ich sehe bisher alle Elemente. Oh, da haben wir sogar ein normales Attribut. Da. Puffball. Ich glaube nicht, dass es unser ist, sondern einfach, den haben wir schon mal gesehen.
Okay, und da oben steht, okay, ist ein ganzer Monster-Index. Also hier alle Monster, die wir mal gesehen haben, die wir gesehen haben, sind alle dunkler. Und die wir alle schon haben, müssen alle schon farbig sein. Von 569 haben wir bisher 12 Monster gesichtet. Und da steht auch, you will get, also du bekommst 3 bis 15 Gems jedes Mal, wenn du ein Monster bis Level 30, das erste Mal bis Level 30 levelst, ist auch nicht schlecht. Da gibt es dann halt anscheinend, okay, 133, mal ist wahrscheinlich so etwas ausgeglichen. Ja, so in etwa. Gut, dann geht's wieder zurück. Wir kriegen auch alle 3 Minuten, glaube ich, kriegen wir, oder weiß nicht, alle 5 Minuten kriegen wir vielleicht so einen Energiepunkt dazu. Und ich würde sagen, wir beginnen die nächste Quest. Wir haben jetzt Mini dabei, da müssen wir natürlich auch wieder ein bisschen leveln jetzt. So, da ist noch Level, die ich noch nicht freigeschaltet habe neben Normal. Ich würde mal gerne dieses Dings da wegmachen, diese ganzen Nachrichten. Hier haben wir Rank No Record, das heißt, wir haben das noch nicht gespielt heute bisher. Monsters, die können wir, glaube ich, alle bekommen. Und ich würde sagen, wir machen mal, wobei Monster, das ist ja der Cube, egal. Wir machen das trotzdem, ist genau das gleiche wieder. Ich nehme mal meinen richtigen Freund mit. Und auf geht's. 4 Leute sind wir mittlerweile schon. Cornelia, ein Schmetterling. Ein Schmetterling. Ja, join the Battle Arena to earn Gems. Kann man später auch wieder machen, PvP. Pepper Shot. Oh yeah, das geht richtig ab. Gegner werden so penetriert. Oh, da ist ein Rainbow Squadder. Ein Rainbow. Das ist so ein Rainbow-Zeichen gewesen. Jetzt haben wir sogar einen Standard-Healer hier. Heilt uns alle für 129. Ist nicht schlecht. Um 129. Rangul. Na denn, ne? Rangul. Ich habe gehört, du möchtest sterben. Bam, bam, bam. Ja, noch machen sonst noch nicht viel Schaden, aber ich denke mal, das wird sicherlich später noch kommen. Oh, der hat auch gerade gezaubert, glaube ich. Oh, das war's schon gewesen. Der hat wieder seinen AOE-Angriff, glaube ich, benutzt da oben. Oder da unten hat noch ein anderer reingegriffen. Das kann auch sein. Yay, gewonnen! Gut, die haben schon mal ein Level Up. Der hat auch ein Level Up und ja. Oh, wir haben 10 Gems bekommen. Und dann öffnen wir gleich mal den Cube. Kommen! Kommen! Yay, zwei. Huch, nein, ich wollte nicht again drücken. Ups! Kann man das abbrechen? Ich denke mal schon, dass man das abbrechen kann. Kann ich mal das abbrechen? Achso, nee, okay, das kann man also ruhig skippen. Sprout 5. Jetzt haben wir schon wieder neue Quests fertig. Und jetzt können wir also Leute nicht sehr oft benutzen. 6, also nach, weiß nicht, in wie vielen Stunden das wieder benutzt werden kann. Dauert zumindest wieder eine Weile. Man kann sie also nicht nacheinander ohne 3 Wochen benutzen. Oh, Permbier sieht auch nicht schlecht aus. Da muss man sich also ein paar mehr Freunde anlachen. Peppershot. Yo. Ja, meine Energieregeneration da unten ist eigentlich recht schnell, also ich glaube, man kann sich nicht beschweren. Triple Hit. Ja, und je öfter wir, oder je mehr Energie wir haben, desto schneller können wir auch hintereinander angreifen, wenn wir. Ja, wenn wir unglaublich viel Energie haben, können wir immer wieder 40, 40, 40 raushauen. Flutter! Je nachdem, wie viel Energie wir haben, können wir das machen. Bam, Pepper Shot. Oh, oh, das ist gestunt für 2 Sekunden. Sehr schön. Ist ja auch der eine Skill davon. Wow. Ach so, ich glaube, die werden auch immer alle besiegt, wenn wir den Bossgegner besiegen. Deswegen sind sie alle mal komischerweise gleichzeitig tot. So ist das also. Level up! Wir haben 32 Gems bekommen, dafür, dass wir das erste Mal geklärt haben. Bisschen viele Gems, oder? Kommen. Und noch ein Kommen. Krasser Shit. Jumbo! Oh, ein Waldmonster. Wassermonster sind resistent gegen Feuermonster. Goldbutt. Okay, ja, okay, dann war klar, wir werden jetzt im Shop müssen wir jetzt was kaufen für die ganzen Gems, die wir bekommen haben. Und wir sollen neue Cubes kaufen. Für 20 Punkte. Ein Blue Cube. Contain 1 bis Level 4 Sterne Monster. Und was gibt es Schönes raus? Ein Common Monster. Na gut.
Ach so, das sind Freundschaftspunkte. Ah, okay. Das ist natürlich schön. Und jetzt nochmal den Yellow Cube kaufen, beinhaltet ein Level 3 bis 6 Sterne Monster. Das heißt also mindestens Stufe 3, was dann das stärkste einfach mal sein wird. Level 4 ist super rare. Good to see you! Oh yeah, sehr schön. Ja, mal ganz kurz unser Team mal aufrüsten wieder oder umändern, nicht trainieren. Das wollte ich jetzt nicht. Team! Ja, ich möchte. Auf damit! Lass mich in Ruhe. Ich mach das schon. So, und den Heiler, glaube ich, kann ich rausnehmen erstmal. Für ihn tauschen. Und er wahrscheinlich für den Leader. Was hat er so Schönes? Okay, das ist wirklich nur ein, so ein Heiler, ist das. Also, den könnt ihr mal getrost mal wegnehmen. Da oben steht es ja aber Type Supporter, Type Attacker. Type Supporter, das heißt, das ist der einzige Attacker, den ich hier gerade drin habe, ist er. Aber mein neuer hat halt unglaublich viel Damage. Kann ich sehen, was das für ein Attacker ist? Ey, was das für ein Typ ist? Nee, was kann man nicht sehen. Gut, ach, ich glaube, nee, 32. Habe ich nicht vorher weniger gehabt? Kriegen wir vielleicht mehr über die Level? Okay, wir lassen jetzt einfach mal im Team drinnen. Mission haben wir wieder abgeschlossen, welche? Nehmen wir alle mal alle mit, muss ich nicht alle anklicken. Und Endless genauso, alle, wie viel Monster hier? Beat, Level 10, Level 10, Wasser, Beat 10, normale Monster, Wassermonster und so weiter. Eine ganze Menge also. Und da gibt es richtig fett Kohle dafür. 14.000 haben wir mittlerweile schon. Ich weiß gar nicht, wofür ich das brauche. Ach, zum Fusionieren, logisch. Das werden wir auch gleich machen, mal angucken. Coley, ich denke mal, ich nehme die ganzen Freunde mit. Warum nicht? Hau rein hier. Wenn wir dafür Freundespunkte kriegen, sollte man das schon machen. Meinu, ihr Kleinen, zeigen wir den ganzen OP-Monster hier. Oder die ganzen Endless-Monster. Oder die End-Content-Monster. Yay! Äh, 211 hat er, glaube ich, gerade gemacht. 230. Aber er macht ein bisschen wenig Schaden gerade. 447 crittet unser Leader. Oh, was hat denn der als Skill? So ein Earthquake? Okay, irgendwie hat das nicht wirklich gemacht. Yo, yo. So. Ne, ich verstehe das noch nicht so ganz. Ah, den Skill haben wir vorhin auch gar nicht gesehen, oder? Diesen Skill, der so aussieht? Ich glaube, ihr habt mal vorhin bei der Team sich gar nicht gesehen gehabt. Ulmigrant. Bam, bam, bam. Und wird er wieder. Ja, werden alle getötet, wenn er tot ist, dachte ich mir. Gut, na, dann kann man das mal abkürzen, indem wir den zuerst töten. Also, die Energie steigert sich, wir können uns nochmal heilen. Wir haben das Problem so einfach gelöst. Oh, 50.000 dafür. Und ich glaube, wir haben aber. Ja, genau. Clear Lake Island ist jetzt das nächste. Und jetzt haben wir den Sprout Island abgeschlossen. First Clear Reward, 0 Sterne, 0 Gems, war ja klar. Bäh, was können wir hier? Ein Common Monster. Noch ein Common Monster. Also nichts wirklich atemberaubendes. Kuunga. Erinnert mich an ein Pokémon. Sprout 6 cleared. Team Slot expanded. Jetzt können wir also noch einen dazu nehmen. Schauen wir mal, wie wir mitnehmen. Das ist ein Attacker, ne? Ja. Dann nehmen wir den auf jeden Fall mit. Hau rein hier. Und dann seht ihr schon, Increase Leaders, Rack as Recovery, wie viel er regeneriert. Um 200, um 75% und Increases Leader Speed by 10%. Ich denke dann später mal, man kann das auch optimieren. Aber ich glaube, am Anfang reicht es ganz normal zu fighten und zu battlen hier alles. Richtig viele Claims hier wieder. Und dann steht auch, wie lange die Daily Mission geht und die wöchentliche Mission auch geht. Also da hat man nochmal Zeit, noch ein bisschen was zu tun. So, wir können jetzt theoretisch unser Dings trainieren, unsere Einheiten. Ich würde sagen, ja, wir werden gleich mal unseren Vierer nehmen. Wir können ihn boosten. Dafür brauchen wir aber Monster. Success Rate 40%. Das heißt, 40% Chance, den erfolgreich boosten zu können. Was haben wir hier? Auch wieder 40%. 40%. Also anscheinend alle nur 40%. Ich mache das einfach mal. Boosten, man kostet 1100. Jetzt nur noch Success Rate plus 20%. Interessant.
Kostet 1139 dieser Münzen da unten. Und ich würde sagen, wir boosten es einmal. Vielleicht kriegen wir ja doch die Chance. Achso. Verschmolzen anscheinend geschafft. Booster successful. Booster to 1 plus 1. Also, da steht ja mal diese plus 1. Er scheint jetzt ein bisschen stärker zu sein. Genau, wir müssen die bis zu Level 30 boosten. Wahrscheinlich können wir die dann erst upgraden mit den 4 oder 5 Sternen. Ich denke mal schon, jetzt ist wieder Success. Achso, nee, Success Rate 20% wieder nur. Wir können das theoretisch auch abkürzen, genau. Einfach drauf tappen, dann müsst ihr euch das immer nicht angucken. Es gab aber noch ein anderes Menü, das weiß ich noch. Evolve. War das das gewesen, was ich meinte? Nee, ist nicht das, was ich meinte. Man braucht also, ich brauche plus 5 und Level 30 zum Evolven. Und es braucht ein Greebrock, um dann auf Level 5 zu kommen. Ja, aber das weiß ich auch, glaube ich, nicht, was ich meinte. Sehr komisch. Irgendwas hatte ich noch anderes gehabt. Ne, Fusion. Fusion muss es gewesen sein. Wenn wir, ne, ist genau das gleiche, also okay. Ich dachte, man konnte irgendwie mal was anderes, also wir können jetzt auch, ach doch, da oben noch was gewesen. Einfach auf die Einheit draufklicken. Und hier oben links, oben rechts seht ihr ja dieses kleine Pfeil nach oben mit dem, das ist auch hier was anderes. Ne, das meine ich auch nicht, ist ja egal. Gut, dann ist das halt nicht, was ich meinte, dann ist halt wirklich das Boost, was ich meinte. Aber gibt es denn Punkte dazu? Das ist die Frage. Gucken wir mal ganz kurz. Unser Fireport, ach, dort steht auch plus 0 alles. Und wenn wir jetzt boosten, ich glaube doch, das geben Punkte dazu. War schon richtig, was ich da meinte. So, kürzen wir das ganz kurz ab. Yay, ihr freut sich. Boostet plus 1. Und dann schauen wir ganz kurz, ob er Stats dazu bekommen hat. Ja, plus 14, plus 5, plus 0 und plus 5. Das heißt also, ihr müsst boosten, dann kriegen eure Einheiten wesentlich mehr Stats. So, was haben wir hier wieder? Bestimmt Boost the Monster 3 times, okay. Wir haben dafür 5 Energie bekommen, die jetzt, glaube ich, Käse war, weil ich glaube, ich schon maximal... Nee, doch noch nicht. Dann machen wir die nächste Quest. Sprout Island gab aber, glaube ich, noch... Genau, jetzt gibt es nämlich Hard. Also hier könnte man theoretisch immer wieder weitermachen, die ganzen Level nochmal wiederholen, um sich zu verbessern. Wir können es aber auch den Hard-Modus spielen. Der ein bisschen stärker ist anscheinend. Oh, was haben wir denn da? Na, schick. Nehmen wir gleich mal mit. Bisschen OP, aber egal. Wir kriegen 3 Energie, kostet es. Ruby Fang. Und da müssen wir, ja, gegen härter Monster wahrscheinlich spielen. Level 30, so krass. Ja, die sind schon wesentlich härter. Au, au, au. Stop that. Okay, ich glaube, schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Vielleicht kriegen wir es ja doch hin. Na, ich denke mal schon, dass wir es hinkriegen. Wir haben ja Level 30er und ich denke, das ist in Ordnung. Die boosten sich komischerweise alle. Das können wir aber auch. Heilung. Au, ich bin tot. Ist ja bitter, ey. Achso, wenn wir sterben, dann war es das gewesen. Ist ja krass. Vorfeld müsste, glaube ich, das Aufgeben sein. Alter, der Hard-Modus ist ja richtig, richtig hart. Okay. Ja, wie gesagt, wir müssen stärker werden, um die stärkeren Level zu machen. Aber egal, das ist Level 7, okay, ist in Ordnung. Konnte ja keine Ahnung, dass es so stark ist. Wo kriegen wir eigentlich die Freundespunkte her? Okay, ich dachte, wenn ich raufklicke, dann passiert was. Hier sind ganz, ganz viele Event-Level. Lake Island noch. Ich würde sagen, machen wir gleich mal. Jetzt haben wir nämlich natürlich einen schwächeren Freund dazu. Die haben uns vorhin einfach nur so einen starken Game trotzdem mal was verkackt, weil unser Held gestorben ist. Meteorik. Sieht auch nicht schlecht aus. 1603 HP, 93 Attack. So, auf geht's zum nächsten hier. Bam. Hau rein hier. Er ist auch schon wesentlich tankiger. Merkt man schon. Hau rein. Triple Hit. So, einen Cube haben wir bekommen. Wir sollten uns auf jeden Fall heilen. Okay, wir werden nach jeder Runde so ein bisschen geheilt. Aber viel ist das jetzt, glaube ich, nicht. Ich muss gleich mal nachgucken, was das überhaupt für ein Skill ist, den ich da die ganze Zeit benutze auf der Feder hinten. Irgendwie ist mir das noch ein bisschen unstrittig, was die da benutzt. Ah. Okto.
Lake Island ist. Aua, nee, Kollege, das ist gleich meine. Wenn wir einfach mal den Hauptboss besiegen. Wobei, sie gehen auch auf alle anderen. Wir können auch mal alle anderen killen, warum nicht? Kill alle anderen. Jetzt gehen wir noch auf den rauf, auf den schönen Boss, den wir jetzt einzeln auseinandernehmen. Werden wir eine schöne Heilung benutzen. Pepper Shot. Für 2 Sekunden gestunt. Ah, der hält ein bisschen was durch, der Typ. Bringt aber 56 Gold. So viel Gold. So much money. Ja, wir können theoretisch auch Auto oben links. Auto und der erhöhte Speed. Aber das ist ja nicht so toll. Wir haben sogar 2 Level bekommen auf einen. Oh, und auf unserem Dings. Plus 0%, plus 0 Punkte von Freunden. Ich glaube, die müssen erst angenommen haben, bevor wir da Punkte kriegen. Oh, ein Ankommen. Und was haben wir hier? Nochmal ein Ankommen. Sehr schön. 2 Ankommen. Und jetzt wollte ich, wie gesagt, mal ganz kurz nachgucken, was die Pflanzentosse da für ein Skill hat, den ihr die ganze Zeit benutzt. Wow! Ja, wir haben alle. Ah, jetzt zeigen wir es uns mit dem Boosten. Okay. Okay, dann werden wir mal ganz kurz boosten. Boost. Das ist unser 30er, den wir anscheinend gerade gefunden haben. Da können wir hier so ein Ding machen. Zack, zack, 100%. Und auf geht's. Fertig. Das ist das, was ich vorher schon gemacht hatte. If you finish boosting, okay, wir kriegen also 3% immer dazu auf HP, ATK und Rec. Heißt also, unsere Monster können 15% stärker werden, was, ich dachte, wir können bis zu 30 mal hochleveln. Doch plus 5. Doch nur plus 5, okay, ganz kurz nochmal gucken, wir nochmal home. Erstmal wollte ich gucken, was macht die hier überhaupt. Ah, da ist das Skill. Achso, remove all status boost from all enemies, okay. Na gut, das ist jetzt auch nicht so toll. Zumindest brauche ich das jetzt noch nicht. Den wollte ich jetzt trotzdem weiter boosten. Gucken, 60%, 40%. Ob das wirklich nur bis 5 geht? Oh, nicht geschafft, glaube ich. Trotzdem 6 Punkte bekommen für den Boost. Ich weiß mal nicht, wo die Boost-Punkte sind. Oh, schon wieder nicht, aber sie werden sicher irgendwo angezeigt. Ah, steht irgendwie Earn Boost PT, war 32. Und schon wieder nicht, plus 16%. 48. Ich will jetzt nicht mal eine ganzen 30er raushauen. Yay! Boostet auf 3. Okay, jetzt boostet 4 vielleicht. Ich glaube nicht, dass ich so viel Glück habe. Es kostet auch, Sie sehen auch unglaublich viel. 4857 Coins mittlerweile. Ich kann mal den noch benutzen. Ganz kurz gucken. Vielleicht hätte ich doch die Firepaw skillen sollen. Auf 4. Level 30. Na gut, ich booste mal ganz auf den. Versuchen wir es mal. Yay. Okay, geboostet. Auf 5. Okay, es geht wirklich nicht mehr weiter. Das ist das Maximum. 5 ist ja wirklich Maximum. Wir können das 15% stärker. Und das ist auch nicht schlecht. 15%. Das ist jetzt 279 plus, also ist schon nicht wenig. Und hier seht ihr den Evolutionsbaum, also da unten seht ihr, was man braucht. Man braucht einen Greeby, für die nächste Stufe braucht man einen Greebat, also immer eine höhere Stufe. Und am Anfang war es so ein kleiner Grummi, dann kam es zu einem Grumairy, dann ist es aktuell eine Grummelle und dann wird es zu einer Grumelia. Was ein echt cooler Skill hat da unten. Attacks always 100% ATK, also wird immer so verbessert anscheinend. Da ist dann Remove of All Stats Bonus und hier vom All Enemies. Okay, sehr schön. Da wissen wir das jetzt auch. Ich würde sagen, einen Kampf können wir durchaus noch tun. Warum nicht? Machen wir noch ganz kurz in Lake Island ein Battle. Lake 2 und dann nehmen wir wieder unseren Freund mit. Da braucht man also wirklich erstmal den Freund, um dann Punkte kriegen zu können. Ich glaube, wahrscheinlich kriegen wir irgendwie so 200 Punkte für einen Freund. Da haben wir vorhin 220 Punkte gehabt. Pepper Shot. 548 kritisch. Ja, wenn jetzt natürlich der Gegner jetzt das zum Beispiel hat anscheinend einen Boost gerade bekommen. Den nehmen wir gleich mal wieder weg. Achso, ich habe einen Level 1er Freund, okay.
Von dem hätte ich vielleicht gleich die Fähigkeit benutzen sollen. Ist egal. So viel Schaden macht er dann doch nicht. Piu! Einmal die Skills benutzen zum Debuffen vom Gegner. Kann nicht schaden. Er macht traurigerweise mehr Schaden als mein Held. Der Level 1er da oben. Wami! Sieht aus wie so ein Little Pony. Wenn wir es mit den ganzen Kleinen killen. So, wir gehen noch ganz kurz noch killen. Oh, der hat geheilt. Ist ja gemein. Nur ich darf doch heilen. Jetzt haben wir noch den Boss-Gegner hier vor uns. Dann können wir gleich mal stunnen vielleicht. Ja, wunderbar. Für 2 Sekunden gestunnt. Das ist doch schick. Da brauchen wir bessere Heilungen noch. Nochmal stunnen. Wunderbar. Und der ist nämlich gleich dran gewesen. Da haben wir ihn schon vorher gekillt. Yay! Und noch einen Cube bekommen. Sehr schön. 457 Münzen wieder. Dafür, dass es gerade 7000 kostet, der Boost. Ist schon nicht ganz so viel, die 700, die 457 Münzen. Ah, okay. 914 haben wir bekommen. Anscheinend als Belohnung dafür, dass wir die Map überhaupt abgeschlossen haben. Machen wir ein bisschen was dazu. Kommen. Und was haben wir da? Noch ein Kommen-Monster. Okay. Ein Kaowurf. Sieht auch nicht schlecht aus. Will ich auch haben. You can't adventure with the full inventory. Ja, wir brauchen neue Monster und neue Monsterplätze. Okay. Dann gehen wir nach Hause. Und ich würde sagen, das war's gewesen mit dem Angespielt von Monster Squad. Also wenn ihr, ja, wenn ihr spielen wollt, dann gerne in der Videobeschreibung wieder alle Links dazu. Irgendwo konnte man seinen Account nochmal irgendwie zurücksetzen. Was haben wir hier? Achso, Notizen. Ja, die ganzen Leute, die kriegen die ganze Zeit 6er und 5er Dinge von den Alter. Das ist so krass. Was macht der? Okay. Wow, nicht übel. Also gibt es wirklich echt geile Skills später noch, aber es sind hier 6er, 5er, 5er, 5er und so weiter. Da brauchen wir, glaube ich, noch eine Weile, bis wir da hinkommen würden. Okay, der zeigt uns jetzt alles hier. Bezüglich der ganzen Übersichten und so weiter, aber ich glaube, das wissen wir jetzt so ein bisschen alles. Ich würde sagen, das war's gewesen mit dem Angespielt von Monster Squad, wenn ihr spielen wollt. Wie gesagt, alles in der Videobeschreibung an Links. Auf jeden Fall ein echt cooles Spiel, aber da ich ja Brave Frontier aktuell parallel dazu noch spiele, oder gespielt habe, je nachdem, weiß ich, mal gucken, brauche ich da, glaube ich, noch ein zweites. Und die Kämpfe werden da wirklich richtig hart, seht ihr ja hier bei Hard allein schon, die knocken dich instant aus, weißt du? Die haben dann sogar noch einen Mode, wahrscheinlich ultra hart. Und hier gibt es 2, 3, 4, 5, 6, 7 Islands. Wahrscheinlich gibt es später noch mehr. Hier haben wir sogar noch Special. Gibt es also aktuell auch noch Special Dungeon. Friendship Island. Könnten wir 100 Punkte wahrscheinlich. Ne, ich glaube, es kostet 100, wa? Genau, es kostet 100 Punkte. Hier kriegen wir XP. Falls wir XP haben wollen, kann man sich hier also noch spezielle Dungeons zu Gemüte ziehen. Und hier halt oben rechts mit Story und Special wechseln. Aber wie gesagt, das war's gewesen mit dem Angespielt zu Monster Squad. Auf jeden Fall ein richtig nice Game. Sieht richtig putzig aus. Also eigentlich würde ich davon ein Let's Play machen. Aber nochmal sowas wie Brave Frontier, das ist dann doch ein bisschen zu Zeitraum, glaube ich. Deswegen reicht es beim Angespielt. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Wenn ihr spielen wollt, alle Links in der Videobeschreibung. Und bis zum nächsten Angespielt. Bye, bye.